herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Metal Couture. Ich habe heute ein größeres Kutten-Update für euch. Mittlerweile hat sich da doch einiges angesammelt, wie ich hier feststellen muss. Zeige ich euch gleich mal. Vielleicht kurz zum Einstieg, kurzer Vlog-Live-Update. Was geht bei mir gerade so? Einiges. Ich komme gerade zurück von einem interessanten Seminar. Ich war jetzt auf einer Fortbildungsveranstaltung gegenüber mehrere Tage im schönen Wiesloch im Kraichgau, hier Baden-Württemberg. War sehr spannend, war sehr interessant. Wieder ein paar neue Impulse bekommen und neuen Stoff, den ich dann auch gerne an meine Patienten weitervermitteln kann. Finde ich immer sehr nützlich, sehr hilfreich. Außerdem ist das toll. Akademie im Park Wiesloch, ein Traum. Also wenn man da nicht Patient ist, das, obwohl für die ist es wahrscheinlich auch schön da, aber ja, immer besser, man ist auf der anderen Seite. So. Und jetzt ist das so, ich habe wieder Patches bestellt. Nein, doch. Ich bin süchtig, ich gebe es zu, ich bin da echt nicht ganz sauber. Mittlerweile habe ich jetzt hier noch eine ganze Ansammlung an alten, neuen und ja, Patches, wo ich noch nicht genau weiß, auf welche Kutte kommen sie drauf, wo ist überhaupt noch Platz und was passt thematisch. Ich bin da mittlerweile so ein bisschen organisierter. Bei meiner ersten Kutte war das noch Kuttelmuttel, Achtung Wortspiel, Kuttelmuttel. Da habe ich einfach alles drauf geballert, was ich so in die Hände gekriegt habe. Würde ich heute eigentlich gerne wieder rückgängig machen, weil ich das mehr ein bisschen sortierend habe und strukturiert. Aber was da drauf ist, ist drauf, bleibt drauf. Da kenne ich nichts. Ich sagte Schlampe und ich meinte Schlampe. Dann kaufe ich mir lieber ein Patch doppelt und mache ihn nochmal irgendwo drauf. Braucht man überhaupt mehr als eine Kutte? Nein, vermutlich nicht. Aber was soll ich sagen, ich habe Gefallen dran gefunden. Es macht mir Spaß, so ein Ding zu designen, daran immer weiter zu arbeiten, neue Patches zu entdecken, zu shoppen. Und mit meiner Frau auf der Couch zu sitzen und Handarbeit zu betreiben. Ja, ist so. Auch kein kostengünstiges Hobby und auch ein zeitintensives. Aber ich finde es immer schön, wenn man irgendwie beim Serie gucken oder irgendwas zum Dingeln hat. So, ich zeige euch erstmal meine Patches, die ich jetzt noch über habe von... Und dann kriegen sie, ja, genau, erstmal die alten, die ich noch nicht vertan habe. Dann die neueren, die ich mir erstanden habe. Und dann zeige ich euch mal meine Kuttengalerie. Machen wir eine kleine Modenschau. Und ich zeige euch, was da alles so drauf ist. Und was ich gedenke, dann noch da drauf zu klatschen. Dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob das noch ganz gesund ist. Also, ich habe hier noch einen formschönen kleinen At the Gates Slaughter of the Soul Patch. Wer mich ein bisschen kennt und meinen Musikgeschmack, der weiß, dass ich das Album vergöttere. Deswegen muss ich auch den passenden Patch dazu haben. Ich habe, also, Moment, da kann ich schon mal vorgreifen, ich habe davon endlich auch einen Backpatch gefunden. Das ist gar nicht so einfach. Den gibt es nicht überall. Der wurde auch erst 2019, glaube ich, hier neu nochmal aufgelegt. War nicht so ganz leicht, den zu finden. Aber ich bin froh, dass ich ihn habe. Das Problem ist nur, ich habe eigentlich auf keiner meiner Kutten mehr Platz für einen Backpatch. Das heißt, ich muss eigentlich schon wieder eine neue Kutte anfangen. Wenn wir den jetzt aber mal im direkten Vergleich nehmen, finde ich das Artwork hier echt noch ein bisschen gelungener als da. Das ist schon cool. Also auch der Druck ist echt gut geworden. Ja, das schreit nach einer neuen Kut. Wie viele es mittlerweile sind, ihr werdet es gleich sehen. Wir gehen erstmal weiter. Nile habe ich immer noch hier rumliegen. Hat
farblich für mich bisher irgendwie, glaube ich, noch nicht so ganz reingepasst. Deswegen liegt der mit dem At the Gates Patch noch da. Farbliche Probleme habe ich auch hier mit Vomitory. Ist toll, ich liebe Vomitory, aber habe ich irgendwie rein farblich... Schwierig auch der. Obwohl der richtig gut ist. Der Druck ist ja sensationell geworden. Und das ist ja nun mein liebstes White Zombie Album. War auch gleichzeitig mein Einstiegsalbum. Bin ein großer Fan. Und eigentlich weiß ich auch schon, wo der drauf könnte. Ich habe eine Kutte, die tatsächlich etwas bunter ist. Aber... da ist schon so viel drauf und da ist auch schon ein sehr schöner White Zombie Patch drauf. Und doppelt habe ich dann auch schon wieder so ein paar Bedenken. Dann habe ich hier diesen wunderbaren Troll Patch. Aber die Farben machen es mir unmöglich, den auf eine Black Metal Kutte zu packen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Finn Troll. Auch ein schöner Patch hier von der Jagdenstit. Das fällt in die ähnliche Farbkategorie wie diese Dinger hier. Das heißt, da muss ich nochmal gucken, wo das denn am besten drauf passt. Und einher geht damit auch hier Moonsorrow. Lasst mich jetzt bitte den Albumtitel nicht aussprechen. Nein, kann ich nicht. Aber tolles Album. Moonsorrow, geile Band. Schöne Farben, passt aber zu nichts. Demigod, Slumber of the Sullen Eyes. Tolles Album, gibt es nichts. Deswegen musste ich auch den passenden Patch haben. Aber auch das Ding ist so bunt, dass es mir in den Augen wehtut und ich wüsste einfach nicht, wo ich es jetzt draufklatschen soll. Muss ich mir also noch mal ein paar Gedanken zu machen. Dann habe ich hier noch einen Ghost Patch. Den von Morbus D. Der ist einfacher. Den kann ich einfach mal kurzfristig, da brauche ich nur einen freien Platz. Das ist kein Problem. Dann habe ich hier noch Rob Zombie. Nochmal Zombie. Eigentlich ist, glaube ich, auf allen Kutten irgendwo was mit Zombie drauf, weil ich mag halt den Scheiß. Skullmüllt hat sich auch noch nicht ergeben, den auf eine Kutte drauf zu packen. Und dann sind wir mit den alten schon durch und ich komme jetzt bei den neuen. Da habe ich hier noch Witchburner mit Demons auch. Druck. Dann hier wieder ein bisschen Stickwerk von Carcass mit dem grandiosen Gemüse-Artwork des letzten Releases. Dann ein Klassiker, The Cult soll das heißen. Hab gestern mal meine Frau raten lassen, die sagt Red. Nein, Cult. Ja, stehe ich drauf. Geiler Gothic-Scheiß. Oh, der ist auch richtig schön hier, ein S-Fix. Bin ich mir nicht sicher, der sieht so aus, als könnte er sogar Glow in the Dark sein. Ist auch so ein gummiertes Material. Sehr cool. Habe ich von... na, Riffs Merchandise. Genau, da bestelle ich gerne. Dann habe ich hier noch einen schönen Midnight-Stick-Patch in Rund. Und Blö mit dem klassischen Logo. Von denen gibt es auch sehr viel hässliche Merchandise-Artikel, muss ich leider sagen. Aber das ist einer von den coolen. Oh, und das ist natürlich richtig guter Stoff. Nee, das hebe ich mir bis zum Schluss auf. Dann habe ich hier Orange Goblin. Den kriege ich auch auf jeden Fall unter. Da habe ich auch schon eine Idee. Zeige ich euch nachher, wo ich den raufpacken möchte. Dann habe ich hier den guten... alten Celtic Frost, muss man auch mal huldigen an dieser Stelle, tut man irgendwie viel zu selten.
Ja, da habe ich auch schon eine Vorstellung, auf welche Kutte der mit drauf kann. Thematisch passt das auch. Dann haben wir Pagan-Altar. Das ist auch so eine Leidenschaft von mir. Das passt jetzt auch irgendwie zu gar nichts auf meinen Kutten, aber ich habe lange gesucht, ob ich da mal einen passenden Patch von finde, weil ich mag die Band einfach auch unwahrscheinlich gerne. Und dachte, irgendwo muss es doch mal drauf kommen. Und dann auch noch diese schöne Form. Ja, komm. Der wird schon irgendwo noch seinen Platz finden. Warbringer. Meine Liebe zum Thrash Metal ist wieder ein bisschen entfacht worden durch das Iron Fest. Deswegen habe ich mir jetzt, Obacht, auch angefangen, eine Thrash Metal Kutte zu basteln. Nein, doch. Hätte ich am Anfang gar nicht gedacht, dass es so viele Thrash Metal Bands gibt, die mir tatsächlich zusagen, dass es sich lohnen würde, eine eigene Kutte dafür zu machen. Es ist aber auch nicht nur Thrash, muss ich sagen, sondern auch so ein bisschen mehr Klassik und Thrash gemischt. So wie eben auch das Line-Up auf dem Iron Fest ist in der Regel. So, aber Warbringer gehört auf jeden Fall zu meinen favorisierten Thrash-Metal-Bands. Ebenso wie Havoc. Schöne Farbe auch. Auch wieder ein bisschen schwierig mit dem Bunt, aber zum Thrash geht's. Das ist kein Thrash, das ist ein Klassiker. Und das wird ganz, ganz beschissen drauf zu nähen, das sehe ich jetzt schon. Aber dafür ist es mal ein bisschen eine andere Form als die meisten. Doch. Doch, doch. Aber das muss auf jeden Fall auf was Schwarzes drauf. Das kommt da auf den Haufen. Dann habe ich hier noch Sticks. Das kommt auf die Klassikerkutte drauf. Unbedingt. Oh, liebe ich ja wirklich sehr. Und dann haben wir hier noch, auch schwer zu lesen, wenn man damit so gar nichts anfangen kann. Aber das ist Toxic Holocaust. Die haben schöne Merchandise-Artikel, da tat ich mir auch schwer, den richtigen Patch auszusuchen, aber ich finde, der geht auf jeden Fall klar. Der nimmt auch nicht so viel Platz ein, der passt auf jeden Fall auch irgendwo noch drauf. So, dann habe ich hier noch einen besonders wunderschönen Patch von November's Doom. Eine Band, für die ich auch eine innige Liebe hege. Und der ist wirklich auch von den Farben her so toll gemacht. Mit den kleinen lila Blümchen hier unten. Und das schimmert hier so ein bisschen golden durch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann. Dann das Rot von der Hamartia. Einfach nur Liebe. Und dann habe ich hier noch ganz exklusiv geshoppt bei der Band selber. Necrowretch haben mich ja mit ihrem Album Swords of Dajjal völlig weggeblasen und auch gleich automatisch zu einem beinharten Fan gemacht. Und da habe ich gleich zwei Patches geshoppt. Einmal diesen sehr, sehr schönen gestickten runden. Tolle Optik, tolle Haptik. Aber noch geiler ist natürlich
der hier auf Leder gepunzt, geprägt und eingebrannt. Der ist toll. Der braucht natürlich einen ganz speziellen Platz. Streng limitiert, kann man aber direkt bei der Band ordern. Kam aus Frankreich. Ja, geil. So, und dann habe ich hier immer noch ein Backpatch, Das heißt, ich müsste noch zwei Kutten haben. Und der ist von Old Man's Child, The Pagan Prosperity müsste es sein. Auch herrliche Farbgebung, die zu nichts anderem passt, was ich habe. Aber was soll ich sagen? Ich stehe halt drauf. Ja, da muss ich also nochmal in mich gehen und kreativ werden. Übrigens, apropos kreativ werden, es gibt ja manchmal Bands, von denen kriegst du nichts mehr. Und ich habe mir überlegt, ob ich mal probieren soll, mein eigenes Bootleg zu kreieren. Eine Freundin von mir hat einen Plotter und ein ja schon so ein bisschen besseres Gerät, und der habe ich jetzt mal so ein paar Schriftzüge geschickt, die will das ausprobieren. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wenn es soweit ist und wenn es gelungen ist, zeige ich euch das auch nochmal. Ich lasse auf jeden Fall diesen Ehrenplatz auf meiner Kutte frei für exakt diesen Patch, nachdem ich schon fucking lange suche. Gibt es manchmal auch. So, jetzt zeige ich euch mal meine Kutten. Toll! Tschüss! Die meisten habt ihr eh schon an mir gesehen, da bin ich ziemlich sicher. Ich fange mal an mit meiner allerersten Kutte, das. Das ist diese. Ja, steht mir immer noch. Ich krieg sie nicht mehr zu, aber da drauf geschiss. Macht man ja eh eigentlich nicht zu. Das war meine allererste, die ich angefangen habe. Damals war ich stolz wie Oscar, als ich da meine ersten Patches aufgenäht bekommen habe. Was haben wir hier? Wir gucken mal, wir machen mal einen Schnellcheck. Einen schönen Fintroll-Patch. Dann habe ich hier, muss ich mal um die Ecke gucken, Dream Troll Pin. Odin Grimbart hat sich auch verewigt. Avenged Sevenfold Danzig. Judas Priest British Steel. Schöner Pin. Type O. Klar, dann haben wir hier wieder Dream Troll, diesmal als Patch. Das ist auch ein White Zombie. Meshuga, Knövelmittel, Ghost, wieder der Robert Zombat. Das kennt ihr alle, da brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Ja, und der muss auch darauf, ja. 6 Feet Under, Haunted, Lieblingsalbum. Gojira. Sepultura, die guten Alten, nur das Original, Dissection, Children of Bodom, und hier an der Seite sehen wir noch Kiss, die kleine unbekannte Kapelle aus den USA. Und jetzt muss ich mich wieder strippen. Rückseite pflastert. Auch wieder ganz viel klassisches Zeug, wie ihr seht. Da oben Satyricon. Über allem prangt Amorphis mit dem guten alten Karelian Isthmus Logo. Motorhead natürlich. Hier haben wir was Frischeres. Belacor. Das passt jetzt wieder irgendwie gar nicht auf die Kutte, aber scheißegal. Dann haben wir noch ein paar VOA-Patches, weil das war halt damals so die Phase. Da war ich jetzt öfter gewesen, auch in der Zeit. Demon natürlich, der Backpatch ist Black Sabbath, klar, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Dann haben wir Soulfly, Fear Factory und Grand Magus auf der Seite und Pantera AC/DC Mötley Crüe auf der anderen, und unten drunter natürlich auch noch mal eine kleine Maiden-Huldigung. Und hier haben wir noch Avatar. Habe ich vergessen.
und noch ein VOR-Patch. Ja. Das war meine erste, an die ich mich rangewagt habe. Mag ich immer noch gerne, ziehe ich aber gar nicht mehr so oft an, muss ich sagen. Die ist okay, repräsentiert aber jetzt nicht unbedingt meinen aktuellen Musikgeschmack so ganz. Also sie hängt halt doch mehr im Schrank, als dass ich sie trage. Gebe ich zu. Aber das ist mir so eine Allround-Kutte. Die geht eigentlich immer. Dann habe ich ja Kutten, die sind mehr bisschen themenorientiert. Toll. Und tschüss. Ein bisschen mehr Fokus auf andere. Dann, die kennt ihr wahrscheinlich, die trage ich tatsächlich etwas öfter auf. Das ist hier meine Standardkutte mittlerweile. Ja, das ist mehr dominiert von Black und Death und Doom. Das, was ich eigentlich wirklich gerne mag, auch aktuell wie früher, aber auch hier. Da sind auch Klassiker drauf. Morbid Angel, Immolation, brauchen wir nicht reden. Reverend Bizarre, Kampfer, Moon Sorrow, Gotor, Wright. Dann hat mir der Odin hier unterschrieben. Hier habe ich, ach, da ist der geile Volta-Patch, der passt hier eigentlich gar nicht drauf. Den habe ich aber da drauf, weil ich diese Kutte auf dem Ironfest anhatte. Pentagramm. So, was haben wir da? Candlemass, Epicus, Dumicus, Metallicus, Dissection und Tulsa Doom. Das passt auch nicht wirklich drauf, aber egal. Ragnarök, Ultimas und nochmal Satyricon. Ja, warum auch nicht? Und auf der Rückseite Strippidi-Stripp haben wir natürlich obendrauf den guten Bathory-Schriftzug. Da haben noch ein paar Kollegen unterschrieben. The Section Urn aus Finnland, Nagelfahr, die guten, Cradle of Filth, Rotting Christ, der Backpatch natürlich, Samael, Worship Him, Windir, Kalmar, Cirith Angel, Saor und ein Aufkleber vom Odin ist auch noch drauf, den er mir irgendwann mal im volltrunkenen Zustand auf die Seite gepappt hat. Da klebt er übrigens immer noch, wie du siehst. Ja, klappt doch gut. Ja, das ist dann schon ein bisschen eine fortgeschrittene Kutte. Den Volta-Patch werde ich trotzdem auf eine andere transferieren. Das möge man mir nachsehen. Fand ich wirklich gut, fand ich wirklich überzeugend. Sehr geil. Aber da habe ich Kutten, auf die das besser passt. Aber ich zeige euch den gerade nochmal, weil er wirklich so unwahrscheinlich schön ist. Dieser Pin hier im Kupfer habe ich ihn gewählt. Den gab es auch noch in anderen Farben, aber ich finde Kupfer mag ich am liebsten und passt auch schön dazu. Gut, das war diese. Und das sind auch Kutten, da mache ich nicht mehr allzu viel dran. Ja, da ist erstens nicht mehr allzu viel Spielraum, nicht mehr viel Platz. Ich muss da immer mal gucken. Aber ich möchte auch nicht so gerne überlappen. Ne? Das ist auch nichts. So, dann, die habt ihr eigentlich auch schon gesehen. Die trage ich mittlerweile auch relativ häufig. Da ist noch gar nicht so viel drauf. Das ist noch ein bisschen spärlich bestickt, weil ich da mittlerweile eben etwas zurückhaltender geworden bin, wenn es darum geht, gleich, oh, ich habe einen neuen Patch, der muss sofort irgendwo rauf. Nein, erstmal überlegen und nochmal eine Nacht drüber schlafen, soll der wirklich darauf oder habe ich einen besseren Platz. Ansonsten ist die aber auch schon ganz schön, wie ich finde. Da habe ich auch nicht gespart an Nieten. Cavalera, die Side. Dann habe ich hier noch eine kleine Norwegen-Fahne, die ist halt falsch rum, die müsste eigentlich
nach unten mit dem Kreuz und da habe ich auch noch irgendwas drauf geschrieben, ja, Norsk Svart Metall und darunter prangt natürlich das Wattenabzeichen. Ruim habe ich drauf und Kampfer wieder und Rune Magic. Rune Magic, von denen ich gerne noch ein größeres Patch hätte. Und ja, das wäre auch so ein Ding, wenn ich da ein Backpatch hätte, er müsste drauf. Hier ist Türfing und hier ist noch eine Menge Platz für einen richtig großen Logo-Patch. Und hier ist wieder ein Backpatch drauf von Wright mit Pitch Black Brigade. Kriegt man auch nicht allzu oft, ist jetzt aber auch rein optisch gar nicht so ein Blickfang, muss ich leider sagen. Deswegen habe ich auch schon angefangen, da ein bisschen was hinein zu machen. In dem Fall finde ich, solange man dieses Logo noch sehr gut erkennen kann, kann man ruhig die schwarze Fläche hier noch großzügig überpatchen. Hier in dem Fall mit Mörk Grüning und diesem wunderbaren Album Tusen Arhargat und Djevel. Auch hier wunderbarer norwegischer Truheimer Atmospheric Black Metal Kram. Ja, sehr geil. Und da kommen auf jeden Fall hier auch meine Necrowitch Dinger drauf. Das ist schon mal Gesetz. Und dann mal schauen, was da noch ganz gut so harmoniert. Das ist eigentlich auch, ja, naja, gut. Also nochmal gucken. Und dann hier ganz neu in Bearbeitung. Der Herr Mosch geht unter die Thresher mit klassischem Babyblau-Ranz natürlich, so gehört sich das beim Thrash-Metal. Da wäre irgendwie schwarz vollkommen deplatziert, meiner Ansicht nach. Und da habe ich gleich schon mal meine neuesten geshoppten Festival-Patches drauf. Hier der schöne Lederpatch von Warfield, hier mein Volta, der ist auch toll geworden. Und da passt jetzt auch ganz gut das Ding dran. Wobei, Kupfer kommt auf schwarz besser. Muss ich nochmal gucken. Ansonsten ist da vorne jetzt, wie ihr seht, noch gar nichts drauf weiter. Außer hier unten. Auf der Seite habe ich schon mal, ja, gute old Modelhead, klar, ne? Hier, Roadwolf und Thin Lizzy. Ja, und hier haben wir Dio, den guten. Und Kiss mit Destroyer. Auch schöner Print. Ja, schöne Farben und alles. Ja. Und ja, beim Thrash darf es dann ruhig auch mal ein bisschen bunter werden. Habe ich kein Problem damit. So, ich habe ja schon gesagt, ist aber nicht nur Thrash, es ist auch ein bisschen Klassiker-Huldigung. Deswegen kann der Backpatch nur sein Denim and Leather von fucking Saxon. Die es immer noch schaffen, mich zu begeistern. Und unten drunter nochmal kleinen Plex Sabbath Huldigung und Iron Maiden mit Seventh Son of the Seventh Son. Ja. Hätte man jetzt auch Powerslave nehmen können, aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Wisst ihr eigentlich, wie viele Merchandise-Seiten es nur von Iron Maiden gibt? In so einem Katalog, da sind ja Die sind ja 4-5 Seiten nur Maiden. Ist mir ein bisschen zu überstrapaziert. Da langt auch mal ein kleiner. Ich weiß, die haben viele schöne Backpatches, aber nee. Gell? Boah. Platz auf meinem Backpatch, den muss man sich schon anders verdienen. So, dann. Boah. Tut mir das leid. Dann habe ich hier, das ist ja nicht wirklich eine Kutte, denn sie hat Ärmel. Das ist mein Überziehjäckchen für laue Festival-Sommernächte. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal im Einsatz gesehen. Das habe ich gerne mit und an, wenn es dann doch mal ein bisschen frischer wird am Abend. Hier haben wir Eluveti, Samael, Septic Flash, Tudor, Totenkreuz, liebe Grüße, Falkenbach, Behemoth
und Watain nochmal und hier Toadmond. So, hier haben wir wieder Amorphis, diesmal das etwas neuere Logo. Necrophobic, Krishan, Onslaught. Viel zu unterschätzt. Benediction, Ragnarök, Anheim mit Bierflecken und Dreck drauf. Man möge mir verzeihen, lieber Andi, aber so gehört sich das. Vader und hier schön Testament, The Legacy von 87. Mensch, was habe ich denn da gemacht? Ja, im Dreck geleh. So ist das halt. Kutten und Festivaljacken nicht waschen. So will es das Metal-Gesetz. So, dann habe ich noch was Neues angefangen. Noch eine Jacke. Die gefällt mir noch nicht so ganz gut. Das ist hier so ein Hanf-Jeans-Stoff. Kann man schön bearbeiten, aber sieht nicht wirklich geil aus. Farbe macht mich auch nicht an. Und es ist mega bunt geworden. Ne? Das sieht echt irgendwie clownig aus. Deswegen weiß ich noch nicht, zu welchen Anlässen ich die tatsächlich zu tragen gedenke. Ansonsten trägt sie sich eigentlich ganz bequem, muss ich sagen. Aber das war auch irgendwie nur so ein Verlegenheitskauf, weil ich eigentlich eine Kutte wollte. Die Westen waren aber gerade so teuer. Und diese Jacke habe ich zum selben Kurs gekriegt. Dann habe ich halt die Jacke genommen, weil ich dachte, okay, dann holst du lieber noch eine Jacke. Aber ist schon viel los, muss man sagen. Also, ich habe hier jetzt eher so auch Klassiker, aber keine für alle, sondern meine Klassiker. Die Dinger, mehr so New Metal, so Sachen, mit denen ich früh in Berührung gekommen bin. Life of Agony zum Beispiel. Crowbar mit hier Time Heals Nothing und so. Das war auch eine geile Zeit. Black Sabbath darf nicht fehlen. Hier habe ich High on Fire. Da haben wir hier Type O Negative. Vader, The Profundis, ganz wichtiges Album für mich. Und da haben wir wieder einen schönen White Zombie Patch. Deswegen einer reicht. Das ist ein großartiger Patch hier von Iron Reagan. Allein das Logo. Ja, Welt. Witchery und Korn. Hätte man natürlich jetzt auch ein anderes Album präferieren können, aber das Logo ist schon kultig, finde ich. Stallion, ein bisschen bling bling, klar. Kleines Statement aus dem Death Forever Forum, das hatte ich letztes Jahr beim Partisan noch mitgenommen und hier habe ich wieder ein kleines Tulsa Doom Worshipping drauf und auf der Rückseite ist bislang nicht viel los, außer meinem Pantera The Great Southern Trendkill Backpatch. Ja. Also, ihr seht, da geht noch was. Und jetzt ist es also an mir zu gucken, welche von meinen vielen Patches passen denn jetzt am besten wohin? Und das ist immer so ein kleines Puzzlespiel. Muss man viel denken, viel grübeln und auch viel... Mina, du hast da was hängen. So, rotz mir jetzt hier nicht auf meine Backpatches drauf. Du kriegst den Arsch voll. Ich sag dir das. Wo war ich denn jetzt? Hier. Dein Gewülle... Ey, sag mal! Du legst dich doch jetzt nicht auf meinen Backpatch drauf. Junge! Ich hab's vergessen. Also. Ihr wisst, ihr seht's, ich hab noch eine Menge zu tun. Es ist viel Näharbeit zu erledigen. Some needlework has to be done. Aber ich mach das ja gerne. Nur mal gucken.
wo das alles hin soll. Also, eine Allround-Kutte, eine Black Death Doom-Kutte, noch eine Black Death Doom-Kutte im weitesten Sinne, eine Thrash- und Klassiker-Kutte. Ja, ihr seht, ich habe mich schon ganz schön verzettelt und das ist auch nicht mehr so einfach, sich dann irgendwie, ich meine, wenn da mal ein Patch drauf ist, der nicht so ganz passt, ist ja nicht schlimm. Es sind ja trotzdem alles Bands, die mir irgendwie wichtig sind und die für mich eine große Bedeutung haben. Nur, ich mag das halt gerne sortiert. Ja, das ist halt so ein Spleen von mir. Ja, ich bin zu strukturliebend, was das angeht. Da stehe ich mir manchmal selbst im Weg mit meiner Stofflichkeit. Ja. Geht euch das auch so? Ich konnte das früher gar nicht nachvollziehen. Als ich früher in der Schule, fand ich das immer total uncool. Ja, das kam bei mir auch sehr spät, dass ich dachte, Mensch, irgendwie könntest du das ja mal machen. Ja, ich meine, du kannst ja eigentlich viel mehr repräsentieren, als nur ein Band-Shirt zu tragen oder, ne, oder ein Hoodie oder irgendwie was anderes. Da steht ja eine drauf und es sei denn, du trägst so ein Festivaljäckchen, aber das ist auch irgendwie schon wieder scheiße. Ich weiß nicht. Ich finde es ganz cool, weil es ist wirklich so eine Visitenkarte. Es sagt schon einiges über dich aus und man wird auch immer wieder drauf angesprochen und hat dann gleich Gesprächsthemen. Ich finde das schön. Du zeigst halt gleich schon ähnlich gesinnten Menschen deinen Musikgeschmack, dein Portfolio musikalisch, was du an Bandbreite hörst und was dir gut gefällt, was dir taugt. Und dann kann man sich natürlich auch mit anderen Leuten austauschen, die man vielleicht vorher noch gar nicht gekannt hat. Stehst du am Pissoir oder an der Dusche oder was weiß der Geier was auf dem Festival oder einfach nur so im Crowd und wirst auf einmal angequatscht und sagst, hey, wo hast du denn das her und hey, und welches Album findest du denn von denen gut und so. Ja, ich finde das schön, ich bleib da auch bei, ich lasse mir auch nichts anderes erzählen, kann halt sein, dass ich jetzt noch Kutte Nummer 1, 2, 3, 4, 5 anfange, die zähle ich mal nicht mit, sind Jacken. Jacken sind keine Kutten, aber im Prinzip kannst du die Patches ja überall drauf knallen. Ich kenne auch Leute, die machen das auf die Hosen, auf die Mützen, auf Taschen, Badetücher, keiner. Im Prinzip kannst du die ja überall drauf laden. Wo du willst, was du gerade hast. Aber es ist halt auch einfach ein praktisches Kleidungsstück, so eine Kutte. Ne? Seht da selbst, kann man mal schnell überwerfen, passt überall drauf. Hat viele Taschen. Viel Stauraum. Ist schick. Ist aber manchmal auch übertrieben teuer. Also, was du da teilweise guckst, wenn du nach Modellen suchst, irgendwie schon 60 Euro nur für die Plain West bezahlen sollst, ist mir ein bisschen zu viel. Wenn da noch mal überlegst, wie viel, für wie viel Geld du da noch Patches drauf ballerst, ist so eine Kutte schon auch ein Kleidungsstück von großem Wert. Das darf man auch nicht unterschätzen. Von der Arbeitszeit mal gar nicht zu reden. Die kriegen wir natürlich nicht bezahlt. Wollen wir auch gar nicht. Machen wir ja für uns. Ich, ne Nero. Ah! Ja. Gut. Das soll der Kuttenquatsch Nummer 2 gewesen sein. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ja, wie ist denn das bei euch so? Seid ihr da auch so pingelig oder kloppt ihr das einfach drauf? Und was ist denn wichtiger, dass es thematisch zusammenpasst oder dass es farblich aufeinander abgestimmt ist? Weiß nicht, aber könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt erstmal was zu tun. Tschüssikowski, Schau Kakao und...